Boah, ich glaube, gegen Delmos war es sehr suboptimal, wie wir gestartet sind. Ich glaube, mit einem 0-1 nach 3 Minuten oder 4 Minuten, viel schlimmer geht es nicht. Vor allem in so einem Spiel, was immer 50-50 ist. Und wer da halt einen besseren Start hat, zieht es meistens. Aber ich glaube, dass wir dadurch, dass wir sehr früh den Ausgleich gemacht haben und danach dann auch die Führung relativ zügig danach, glaube ich, dass wir richtig gut reingekommen sind. Und ab dann waren wir auch besser im Spiel, alle waren drin und dann... Ja, haben wir es gut verwaltet bis zur Halbzeit und danach sind wir auch ganz gut wieder rausgekommen, haben verhältnismäßig wenig zugelassen und als Schmiede dann das 3-1 macht, war das Ding eigentlich durch. Also 2 Tage frei zu haben, da hat man natürlich viele Möglichkeiten. Also ich war am Montag, da Jannis hier war, sind wir frühstücken gegangen am Montag, haben so ein bisschen den Vormittag verbracht, gemeinsam mit Marcel Sobotta. Waren dann zusammen auf Krautsand, haben Oberkörperkraft gemacht und am Dienstag hat man die Füße hochgelegt, den freien Tag genossen, was mit der Freundin gemacht. Ja, ich glaube, das Verhältnis zwischen mir und Jannis hat sich nicht wirklich geändert im Laufe der Jahre. Wir sind beide so, dass wir voneinander schon viel gelernt haben früher, dadurch, dass man halt jeden Tag die Möglichkeit hatte, zusammen zu bolzen. Ja, und dass er diesen Schritt jetzt nach Osnabrück gemacht hat, war genau richtig und hat sich auch ausgezahlt. Er kriegt seine Spielzeit und macht es da auch richtig, richtig gut und ich glaube, da kann man viel von abgucken noch. Es wäre natürlich cool, wenn man irgendwann gemeinsam zusammenspielt und ausgeschlossen ist das nicht. Im Fußball ist das alles möglich. Da wir aber ja auch relativ ähnliche Positionen bekleiden, könnte man sich dann da doch schnell auf den Füßen stehen. Ich glaube aber, dass das irgendwann nochmal passieren wird. Für mich persönlich hoffe ich natürlich in dieser Saison möglichst viel Spielzeit, so wie bisher. Dieses Niveau weiterzufahren, was wir oder ich auch diese Saison an den Tag gelegt haben, diese Professionalität drin zu behalten und ja, bis zum Saisonende das Maximum rausholen. Wir sind aktuell auf dem 3. und das nächste Ziel ist der 2. und so muss es immer weitergehen von Woche zu Woche. Ich glaube, die Stimmung ist gut. Wir sind auch mit einem Sieg in die Rückrunde jetzt gestartet nach der Winterpause. Das Spiel gegen Norderstedt war nochmal sehr ärgerlich. Ich glaube, das hat viele von uns doch arg gestört, weil wir dann auch, obwohl wir eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht haben, nicht belohnt worden sind. Genau. Und danach sind wir aber eigentlich sehr solide wieder in die Spur gekommen, haben die Punkte geholt, die Spiele gewonnen. Und dadurch ist die Stimmung natürlich im Team auch wieder oben auf. Von damals, so in dieser Mannschaft, jetzt ist es nur Christian, mit dem ich früher zusammengespielt habe. Und das ist ganz witzig, weil ich früher auch unter Lars Jagemann gespielt habe in der Jugend bei Drochtersen. Und als ich dann vor 1,5 Jahren beschlossen habe, hier wieder herzukommen, war Lars Jagemann dann der Trainer der Ersten. Dadurch hat sich das dann recht schnell geklärt und hat auch gut funktioniert. Ich glaube, die Jahre in Bremen haben mich sehr viel gebracht. Nicht nur charakterlich, sondern auch sportlich, weil du natürlich auf Top-Niveau trainierst mit auch Top-Spielern, bei denen man sich absolut was abgucken kann in jedem Bereich. Und so war es natürlich auch eine Erfahrung, früh von zu Hause weg in einer anderen Stadt. Muss man sich natürlich einfinden, aber ich glaube, dass es wirklich, wirklich sehr gute Jahre waren in Bremen, die mir auch heute noch viel bringen. Ich glaube, uns erwartet ein Gegner, der ganz schön unberechenbar ist. Er hat zuletzt gut gespielt, unglücklich verloren und war immer wieder sehr gefährlich mit schnellen Kontern. Da müssen wir auf jeden Fall drauf eingestellt sein. Ich glaube aber, wenn wir diese Intensität, die wir auch jetzt die letzten 2 Wochen an den Tag gelegt haben, wenn wir die so fahren gegen Bremen und unser Spiel durchdrücken, denke ich, werden wir da 3 Punkte einfahren.